Ja, wenn das nachher alles dekoriert ist, könnte das schon mal gut aussehen. How I built a Lego castle from scratch. Episode 24. Moin Moin Freunde, heute beschäftige ich mich mal ein bisschen intensiver mit dem Stall. Als erstes werde ich mal so ein paar Deko-Elemente zusammenschustern und gucken, wo ich die hinstelle, damit ich dann im Boden bzw. an der Wand weiß, wo ich da Befestigungspunkte einplanen muss. Jo. Den Heuhaufen, den wollte ich ja hier in die Ecke hauen. Habe ich mir gedacht, ich hatte ursprünglich nur gelb geplant, aber ich werde da ein bisschen Tannen oder ein bisschen mehr Tannen. Tannen sieht eigentlich nicht schlecht aus. In so einem Heuhaufen. Macht sich gut die Mixtur. Besser als gelb und orange. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. So, da habe ich natürlich auch nicht die Teile da. Aber es ist nicht so wild, weil selbst die Teile hier, die werden für meinen Heuhaufen eventuell nicht reichen. Einfach mal testen. Das ist so mein Bestand. Ich habe jetzt nicht extra Teile gekauft. Einfach mal gucken, wie weit ich komme. Die Teile habe ich gekauft. Die werden wir auch gleich teilweise einbauen. Dann noch ein paar, um an der Bastion da noch die Fehlfarben auszutauschen. Und ein paar Kleinigkeiten. So, mal ein kleiner Zwischenbericht. Ich habe jetzt hier meinen Heuhaufen. Also ein bisschen schräg. So, dann sollte hier vorne ein Schweinestall hin, die Lücke, da wie gedacht, kommt hier so ein Trog rein, der wird nur reingesetzt, der hat auch keine weitere Verbindung und dann setzen wir hier einen Zaun vor. So, dann sieht das schon mal so aus. Hat man hier eine Tür zum Öffnen. Hier auf die Noppen, da kommen dann halt auch solche Grillteile rauf da. Ich wollte aber auch welche in Tannen setzen, nicht nur gelb. Und die habe ich halt nicht so. Dann habe ich hier noch die, wie nennt man die hier? Brick Modifieds für die Scheinwerfer bei Autos. Die ein bisschen zurückgesetzten. Da wollte ich in Dark Brown Teils draufsetzen, die dann so ein bisschen so mehr als Dreck, sage ich mal. Ja. So, dann habe ich auf der anderen Seite hier kommt der Pferdestall hin. Oder die Pferdeecke. Da habe ich hier so eine Futteranlage, da kann das Pferd hier so. Und hier wollte ich das auch noch mal machen. Allerdings ist es hier für so eine Kuh ist das schon zu hoch. Ob ich das tiefer mache oder scheißegal, keine Ahnung. Tja, das ist das, was ich jetzt machen kann. Jetzt muss ich Teile bestellen. Vor allem brauche ich jetzt die. Ich will ja hier auf der Fläche soll ja auch überall noch von den Grillteilen da war drauf und das ist gar nicht viel groß. Das ist hier so. Das geht wirklich nur bis hierhin. Und da ist es aber. Ja,
Das ist das, was ich jetzt erstmal machen kann. Ich muss erstmal Teile bestellen, dass das alles vernünftig wird. Ich wollte hier auch die Runden, die sollen weg, da sollen auch Wedge Plates hin. Muss ich noch ein paar dazu besorgen. Zahlen, Standard, aber ganz nett. Und halt auch alles noch nicht komplett. Aber ihr kriegt schon mal eine Idee, ne? Das Teil, das denke ich, werde ich hier nochmal genauso davor setzen. Und dann kommen, da über kommen mindestens ein kleines Fenster, auf der anderen Seite auch. Da werde ich kein Fenster machen und hier links werde ich nochmal zwei etwas größere wohl machen. Ja, wenn das nachher alles dekoriert ist, könnte das schon mal gut aussehen. Gut. Tja, dann mache ich die weißen Wände nochmal hoch. Dann muss ich da noch irgendwas denken. Ich melde mich. Bis gleich. Ich glaube, ihr kriegt schon mal eine Idee, wie das aussehen könnte. Ich brauche auf jeden Fall noch Teile für die Tür. Die muss ich haben, damit ich das überhaupt in die Höhe bauen kann, die Wand auf der Seite. Dann brauche ich hier die Fenster. Also was heißt Fenster, die Bögen, sondern es ist ja nur hier noch ein bisschen was. Die Grillteile in Tann und in Gelb. Schweine brauche ich. Schweine im Weltall. Ein bisschen Dreck. Dann muss hier ja auch noch Gerätschaft, da habe ich noch gar nichts. Muss ich mir noch mal so überlegen, was ich da noch an Gerätschaften hier reinhaue. Gut, ist nicht so das Mega-Update, aber beim nächsten Mal sieht das richtig geil aus. Und dann habe ich auch wieder was zum Vorzeigen. Und dann kommt hier noch die gewölbte Decke, kommt hier noch rüber. Oh. Irgendwie so, das wird ja auch noch eine heikle Nummer. Gut. Ich komme hier nicht weiter, ich quatsch mich nur um Kopf und Kragen. Immer hier Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.